Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Seit einigen Jahren sorgt die Thematik der Gleichstellung von Diplomierungen in der DG immer wieder für Gesprächsstoff. Dies auch während der Ausschusssitzung vom 19.09.2024 bei der Vorstellung des Wirtschafts- und Sozialberichts. Aber auch im Austausch mit betroffenen Bürgern stellt man seit Jahren fest, dass es hier noch Handlungsbedarf gibt. Mitunter werden gleichwertige Diplome oft während Monaten geprüft, obwohl man eventuell das gleiche Diplom schon vor einigen Monaten gleichgestellt hat. Das deprimiert denn die betroffenen Personen sowie der Arbeitgeber, welche mit Personalmangel zu kämpfen haben oder Personen, welche sich in der DG selbstständig machen wollen. Häufig wird die Problematik des Orgelbauers hervorgehoben, aber auch Hochschulabsolventen oder andere Bereiche sind hier mitunter betroffen. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen und des Fachkräftemangels, der auch die DG betrifft, sollte uns daran gelegen sein, Diplome zügiger anzuerkennen und gegebenenfalls weitere Ausbildungen anzuerkennen. Meine Fragen an Sie, werter Herr Minister. Wie hat sich die Zahl der Anfragen auf Diplomanerkennung in den beiden letzten Jahren entwickelt? Welche Maßnahmen sehen Sie vor, um eine Verbesserung der Anerkennung von Diplomen zu schaffen? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, werte Frau Neiken, Bartholemi, werte Kolleginnen und Kollegen. Zur ersten Frage. Die Gleichstellungen ausländischer Studiennachweise sind von 2022 auf 2023 leicht angestiegen, außer für Hochschulen und Universitäten. Dort sind sie leicht gesunken. Global verzeichnen wir einen Anstieg. Anzahl der Gleichstellungen ausländischer Studiennachweise des Hochschul- und Universitätswesens sind in 2022 131, in 2023 116. Anzahl der Gleichstellungen ausländischer Studiennachweise des Sekundarschulwesens in 2022 131 und in 2023 158. Anzahl der Gleichwertigkeitsbescheinigungen ausländischer mittelständischer Abschlüsse 15 und in 23 16. Insgesamt in 22 277 und in 2023 290. Zu der zweiten Frage, das ist nicht so einfach in der Form. Da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Gleichstellung und gleichwertig. Es gibt eine juristische Schwierigkeit, die natürlich hier in diesem Bereich zu verstehen ist. Und zwar, der Gesetzgeber hat in der belgischen Verfassung im Rahmen der diversen Staatsreformen gewisse Zuständigkeiten im Unterrichtswesen beim Föderalstaat belassen. Dazu zählen unter anderem die Minimalbedingungen zur Vergabe der Diplome. Die Rechtsgrundlagen für die Diplomgleichstellungen, die durch das Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft vorgenommen werden, sind das Gesetz vom 19. März 1971 über die Gleichwertigkeit ausländischer Diplome und Zeugnisse und der königliche Erlass vom 20. Juli 1971 zur Festlegung der Bedingungen und des Verfahrens für die Zuerkennung der Gleichwertigkeit ausländischer Diplome und Zeugnisse. In diesem Erlass ist die Rede von Diplomen des Primar-, des Sekundar- und des Hochschulunterrichts. Die Diplome der mittelständischen Ausbildung werden nicht genannt. Ergo ist daher nicht deutlich, welche die rechtliche Grundlage für die Gleichstellung seitens der deutschsprachigen Gemeinschaft ist. Ich habe die Verwaltung deswegen auch, wir haben ja unlängst in der Regierungserklärung und im Anschluss dazu haben wir ja auch darüber diskutiert, wieso es da in der Form Probleme gibt, die so nach außen hin betrachtet erstmal nicht nachvollziehbar sind, aber das ist genau diese Rechtsgrundlagen, die schwierig sind. Und ich habe die Verwaltung daher gebeten zu prüfen, ich hatte das ja gesagt, dass ich gebeten habe darum, das zu prüfen, ob die deutschsprachige Gemeinschaft in Analogie zur Anerkennung der universitären Diplome auch für die Anerkennung der mittelständischen Diplome zuständig ist. Genau diese Fragestellung, juristische Fragestellung, wird und soll untersucht werden, ob es a. so ist, b. wenn nicht, wie das sozusagen erreicht werden soll. In Ermangelung einer rechtlichen Grundlage stellt das Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft für mittelständische Leistungsnachweise keine Gleichstellungsbescheinigungen aus, kann sie auch nicht, sondern im Sinne des Niederlassungsrechts pragmatische Gleichwertigkeitsbescheinigungen, die vor Ort in der deutschsprachigen Gemeinschaft ihren Zweck bei der Berufszulassung erfüllen. In der Bescheinigung wird nach einem befriedigenden Abgleich der Ausbildungs- und Prüfungsinhalte festgehalten, dass ein ausländisches Ausbildungsprogramm und Prüfungsverfahren gleichwertig ist zu einem spezifischen Lehr- oder Meisterprogramm des IAWM. Voraussetzung ist also, dass es in der deutschsprachigen Gemeinschaft ein staatlich anerkanntes mittelständisches Ausbildungsprogramm in dem Beruf, der im Ausland erlernt wurde, gibt und dass die Inhalte und das Prüfungsverfahren mit der ausländischen Ausbildung vergleichbar sind. Genau das wird auch vorgenommen und das entspricht auch den 15 respektive 16 entsprechenden
Entscheidungen, die dort vorgenommen worden sind. Genau, in 23 waren es 16, in 22 15, in 21 11 und in 20 7 und so weiter und so fort. Diese Zahlen können wir gerne entsprechend auch noch der Fragestellung beilegen. Und genau auf dieser Grundlage, wie gesagt, auf dieser juristischen Grundlage hatte ich unlängst ja zum Ausdruck gebracht, dass genau die Problemlage juristisch untersucht werden soll, um eine Lösung herbeizuführen, aus der heraus, meinetwegen auch gerne auf beiden Ebenen, durch die wir sehr viel besser werden können in der entweder Gleichstellung oder aber Gleichwertigkeit dann in der Anerkennung der Diplome. Ja, vielen Dank. Sie haben das ja schon angekündigt und ich freue mich auch darüber, dass Sie die Verwaltung schon gebeten haben, sich eben damit auseinanderzusetzen und welche Möglichkeiten eben bestehen, was die mittelständische Ausbildung betrifft und auch eben diese Situation zu verbessern. Und wir werden dann eben weiter abwarten, wie sich das entwickelt. Und ich denke mal, dass Sie uns dann auch immer wieder, wenn es Neuigkeiten gibt, darüber informieren werden. Ja, ich möchte das, was Herr Gangolf gerade sagte, in der Tat unterstreichen. Und das ist genau das, was ich hatte von zwei Pisten gesprochen. Und das ist genau das, was die Gleichwertigkeit anbelangt. Das ist die Frage der Übernahme der dualen Ausbildung, also der Abschlüsse innerhalb der dualen Ausbildung im deutschsprachigen Raum. Und genau darum geht es, das im Prinzip zu prüfen, um die Grundlagen dazu zu schaffen, dass man das dann auch anschließend macht. Und dann ist es effektiv so, dass dann tatsächlich etwaige Probleme, die vielleicht heute existieren, gelöst werden können oder sehr viel einfacher gelöst werden können. Man müsste jetzt hier auch nochmal zwischen öffentlicher und privatem Sektor unterscheiden, also was die Notwendigkeiten auch immer anbelangt. Aber gut, das führt jetzt sehr weit. Wir sind dann doch in einem sehr juristischen Gebiet und das ist mit Sicherheit auch etwas, was man sich mal im Detail bei Zeiten näher anschauen soll. Ja, vielen Dank auch für die Stellungnahmen. Und ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig, allemal, dass die berufliche Ausbildung in der deutschsprachigen Gemeinschaft sehr hochwertig ist. Und eventuell, also ich habe das Gleiche gedacht, dass die Zahl eventuell so niedrig liegt auf Grundlage dessen. Es wäre vielleicht aber trotzdem interessant, mal zu sehen, um welche Ausbildungsberufe es geht und auch um welche Studiengänge es geht, um ein bisschen zu sehen, sind das immer wieder die gleichen. Und man kann dann eigentlich nur hoffen, dass die Grundlage für die Übernahme dann auch, dass die sollte man definitiv anstreben und wir hoffen, dass das auch irgendwann geschafft wird.